Ich dachte, ich nehme uns da aufs Ganze mit. Natürlich nehme ich euch da jetzt auch mit auf die Fahrt zum nächsten Feld. Muss schon sagen, also bin am Überlegen, investieren wir das jetzt dann wirklich in eine Biogas an. Ich dachte fix, das geht sich aus. Eine Biogasanlage. Oder wir machen eine Runde dann retour. Das habe ich nicht geschaut. Sind halt schon ein fettes Gespann. Das darf man eigentlich nicht außer Acht lassen. Wenn die Biogasanlage unter 500.000 geht, ja. Ansonsten hätte ich gesagt, aber nein. Konzentriere ich mich, dass ich mir die ganzen Geräte zurückkaufe. Der Bauer nehme ich aber auch jedes Mal an. Dann falle ich jedes Mal auf denselben Blödsinn rein. So, das ist ein kleines Feld. 101 ist da schon größer. Ist auch ein bisschen dümmer zum Ernten. Sehr schön. Super. Es läuft wie geschmierte Ernte. Das hat 32 Ballen schon gepresst. ...170.000 Liter Häckselgut. Wahnsinn.
Was sagt der aktuelle Preis jetzt zum Beispiel? Der aktuelle Preis sagt 778.000. Viel zu teuer, finde ich. 57. 77. 53.000 geht zum Beispiel für das Flicker. 56.000. Aufgenommen. Ich möchte jetzt nur kurz schauen, um das auch ein bisschen zu verstehen. Eine Hochkippschaufel. Schlecht. $391.000, okay, gut. Wenn das abgeerntet ist, werde ich da gleich. Werde ich da gleich retour fahren. Jetzt auch gerade durch. So, da bräuchte ich jetzt die andere Seite, um das ein bisschen genauer zu recherchieren, wo es dann lang geht. Da fahren wir nämlich gleich eine komplette Runde jetzt. Sehr schön.
Sanf. Wie gesagt, 491.000 waren es nach wie vor. Wenn es die Miete abzieht, will ich gut schauen eben. Dann schiebe ich mit dem Ball da. Dem habe ich gar keine Angst. Da stand 258.000 Häcksel gut. Sind noch lange nicht fertig. Was mich jetzt interessieren wird, nachdem ich ja an Wert ja auch dazu bekomme, an Waren, ja, ich bedenke, ich habe jetzt 183.000 so am Hof liegen, ey. Müsste eigentlich dann auch mein Kreditrahmen in die Höhe treiben. Und wie viele Ballen halten wir jetzt schon? 50. 50 gepresste Ballen. Wahnsinn.
ja schon. Jetzt gleich weiter. Ja, 104, auch schon eines unserer größeren Felder. Also auch schon an so einer größeren Felder, ist natürlich da schneller abgeerntet als das andere, weil das nicht so eine Insel in der Mitte ist, die wir auch irgendwann wegmachen. Also irgendwann schaue ich ein bisschen so ein Forst-Dings an, dass wir auch so, dass wir uns für Zwischenerntezeiten und sowas rüsten können. Und nach dieser Ernte gebe ich übrigens schon ein Inserat auf. Also fürs nächste Jahr dann, dass wir einen zweiten Helfer suchen. Weil ich glaube, es ist soweit. Stimmt ihr uns zu? Wir brauchen bald Unterstützung hier am Hof. Also mehr als nur einen. Momentan arbeitet keiner, außer ich. Theoretisch könnte ich ja das auch einen Helfer machen lassen. Finde es aber jetzt schneller und effizienter. Ich habe den Stein eh schon gesehen und bin trotzdem dagegen gefahren, nicht heute, mich getrunken habe. Finde es halt jetzt schneller und effizienter, wenn ich das gleich in einem durchmache. Wie ihr seht, haben wir innerhalb fast von einer Stunde eigentlich. Also, wir haben jetzt 40 Minuten ungefähr. Wir haben Farmen, uns fehlt jetzt eigentlich nur mehr. 1, 2, 3, 4 Felder, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Okay, den Baum dachte ich eigentlich, den kann ich durch. Den kann ich durch, habe ich eigentlich gedacht. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Sein kleiner Busch, den häckselt er normal mit, oder? Dass wir da halbwegs schöne Bahnen zusammenkriegen eben.
Sehr schön. Siehe die Zitrone. Das haben wir gleich geerntet. Das große Feld. Denn ich denke eben, dass wir das ganze Geld, was wir jetzt da einspülen, wenn es für die Biogasanlage nicht reicht, noch einmal alles in Felder stecken. Weil ich denke, weil wir sehen, was wir da rausholen können. Wenn ich das jetzt systematisch mache, ich hole schon von einem Feld die Ballen ab. Zum Beispiel lass den Häcksler das selber häckseln, holen die Ballen ab dabei. Hinterhergrubern ein Helfer, also der zweite Helfer hinterhergrubern dann nächstes Jahr. Das geht ja dann zack, zack. Ja? Und dann. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal überlegen, 120, das heißt vor, vielleicht. Vier Felder haben wir noch. Das heißt vor, danken. Da nehme ich euch aber jetzt nicht mit, sondern wir nehmen uns dann, wenn es in Endspurt geht, mit. Bis dann und dann. Tschüss.